Ja, da bin ich wieder, Leute, mit Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Weiter geht's hier und ja, ich muss kurz auf die Zeit achten, so jetzt bin ich bereit. Und ja, wir werden jetzt Dementoren besiegen. Keine echten, aber wie heißen sie denn? Irrwichte, genau. Die werden wir jetzt mal bashen. Und zwar erstmal ein so ein Irrwicht. Und Harry, oh, ein Dementor. Nein, Harry, konzentrier dich. Der Irrwicht sieht nur wie ein Dementor aus. Er spielt mit deiner Angst. So, den werden wir jetzt mit Expecto Patronum eine geben. Und Bams. Ja, jetzt wird das Ganze schon ein wenig schwieriger. Und da kommen nochmal zwei neue Schränke und zwei Dementoren. Also Irrwichte. So. Das alles ist aber nicht so wirklich ein Problem, denn die können wir weghauen. Stirb, stirb und stirb. So. Hallo? Hallo? Ich hab dich vielleicht getroffen, du Assi, du kleiner Scheiße. So, ich habe es geschafft. Ja, genau. Ja, wir erhalten da hinten eine Sammelkarte. Vom guten Professor Lupin. Und da gehen wir doch gleich mal hin und... What the fuck? Eine Falltür. Nein, das wusste ich. Ich wollte nur so... Irgendwie, ich wollte nur so tun, als würde ich mich erschrecken. So. Ja, jetzt müssen wir die hier besiegen. Und die sind auch gleich besiegt. Und so, das war's mit der Dementorprüfung. Und es lädt. Wenn du eine Cutscene überspringen möchtest, drücke beim Abspielen des Films Enter. Tutorials kannst du nicht überspringen. Ja, schön. Wusste ich auch schon. Und ich glaube, sind wir jetzt schon bei Glacius? Ach nee, wir müssen genau die Bücherei machen. Das ist wirklich, wirklich nicht schwer. Das geht. Eigentlich. Und sie stehen dort im Rechtsbereich, ist aber abgeschlossen. Ja, okay. Wir müssen uns jetzt einen Weg suchen dahin und wir werden jetzt erstmal attackiert von fliegenden Büchern. Das sag ich jetzt schon mal. Wo sind sie? Da sind sie. So, haut sie weg, haut sie weg, haut sie was? Ah, es leckt. Entschuldigung. So, jetzt haut sie weg, die Scheiße. Und ja, was wird das hier? So. So, und ist doch anständig. Suchen wir uns mal gleich Sachen hier. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, hier soll es viel Geheimnisse geben. Ich habe hier bis jetzt jedes Mal nicht ein einziges gefunden. Hallo? Es gibt keine fliegenden Bücher mehr. Wieso haltet ihr einen Zauberstab so hoch? Ups. Nö. So. Ich weiß, wo es lang geht und ihr nicht. Und zwar gucke ich jetzt aber nochmal was. Hier weiß ich, dass eine Truhe ist. Und wenn wir jetzt weitergehen wollen, dann müssen wir hier rauf. Hä? Es ging doch irgendwie nach oben. Hä, what the fuck? Ach so, es gibt noch ein fliegendes Buch. Ich wollte gerade sagen. Ja. Hä, und jetzt... Oh! Ach, es gibt noch ganz viele fliegende Bücher. Oh, das wusste ich echt nicht. Das wusste ich echt nicht. Das wusste ich wirklich nicht. Sorry, Leute, und... Jetzt sollten wir doch eigentlich mal One spielen können. So, jetzt sind wir One. Sind die Bohnen gerade verschwunden? Ja, auf jeden Fall, wir müssen jetzt... Jetzt müssen wir aber hier hoch. Und zwar so und so und... Dann ziehen wir uns hier so hoch. Der Tisch kommt mit. Und rüber und... Bams und... Damit wir gleich Hermine spielen können... Wir öffnen die Kiste. Sammelkarte ist hier drinne. Ganz wichtig, Alohomora bringt's alleine nicht. Wir ziehen hier und jetzt kommt eine Treppe und wir können Hermine spielen. Eine Buchregalleiter, ja. Hermine hat gleich auch noch was Wichtiges zu tun. Erstmal muss mir One hier helfen. Und One, mach, so. Öffnen wir die Tür, lassen Harry mal kurz zurück. Nein, auf jeden Fall, die beiden werden da jetzt aufpassen. What the fuck? So, jetzt geht's los. Jetzt werden wir erstmal die Imps besiegen. Moment. Boah, ey, ich dachte gerade vier auf einmal.
sind am Arsch. Ups. Ups, ein Knallbonbon. Die hier und tschüss. Jetzt öffnen wir erstmal die Truhe. Und da ist gleich nichts mehr. Nichts für uns, aber... da gehen wir gleich wieder hin, meine ich. So, Draconiforce. Ja, das setzen wir jetzt ein. Hier so. Shit. So, jetzt mach. Hier rein. Wir haben ja ein Feuerball. Hier rein und jetzt müsst ihr hier runter. Für die, die das nicht wissen. Und den Kamin anzünden. Ja, genau. Ah, so, jetzt haben wir Licht. Jetzt können wir hier, da auch mit Hermine getrost hingehen. Und ja, wie gesagt, hier war und ist nichts. Und wir sammeln das Buch ein. Und ja, da jetzt müssen wir auch als nächstes zu Hagrid. So wie ich sehe, geht der Part noch 10 Minuten. Das heißt, wir können wirklich noch was schaffen. Und jetzt müssen wir erstmal hier... Was sind wir denn jetzt? Ah, es lädt. Ich hasse es, wenn es so lange lädt. So, mach. Okay, mein Harry Potter ist wieder ein bisschen am Abspacken. So, da ist Hermine. Das können wir überspringen und... Zaubern wir erstmal gegen die Rüstung und gegen die Truhe. Wir wissen ja nicht, was drin ist. So. Und ich glaube, wir müssen schon gleich mit Harry beim guten alten Flitwick antanzen, denn er will die Glacius-Herausforderung, genau. Oh, ich wusste, irgendwann ist es Zeit dafür. Und das ist wohl jetzt. So, kann man es überspringen, ja. Harry muss das erlernen. Und da können wir gleich auf Dings rutschen, tun, machen. Werdet ihr gleich sehen, Glacius ist meine Lieblingsherausforderung, aber ich muss sie so gut wie jedes Mal wiederholen und das frustet irgendwie. Weil jedes Mal gibt es eine verdammte Stelle am Ende, da wird dann automatisch gespeichert und da mache ich immer einen Fehler, sammle immer ein Schild oder so nicht ein. Dafür die Sammelkarte oder die Sammelkarte und dafür nicht das Schild, aber ich werde euch so viel zeigen, wie ich kann und würde mich dann auch freuen darüber und alles und wenn ihr es gut findet, ich fange mal an hier. Erstes Sammelschild fängt ganz gechillt an. Erstes Hogwarts-Schild. Hier ist gleich mal die erste Sammelkarte, gleich danach. Ja, hier bekommt man den Koboldsatz von Professor Flitwick und Glacius. Und das können wir überspringen, hier können wir gegenzaubern. Jetzt mache ich ein bisschen auf Speed, auf schnell, weil... habt ihr eben wahrscheinlich nicht gehört, aber... Ja, meine Eltern sind... Nein, also nur mein Vater ist gerade reingekommen und... Ja, hat geguckt, was ich hier mache und ich bin voll abgegangen. Na, es ist Fraps, da kann man ja nicht pausieren. Also ich habe ihm... mit Mimik klar gemacht, er soll bitte schön nichts sagen in meinem Part und ich werd wirklich jedes Video unterbrochen. Kommt mir so vor, dass das so wirklich jedes Video oder jedes zweite. Ey, ich kann es wirklich langsam nicht mehr ab. So, und jetzt rutschen wir. What the fuck? Wir geben richtig Gas und hier kann man speichern, das ist gut, das machen wir gleich mal. Hallo. So, jetzt hier runter. Und die kann man ganz speziell fertig machen. Und zwar so und so und so. Damit sind die zwei Teile putt. Und hier ist das nächste Geheimnis. Ob hier auch eine Sammelkarte ist, weiß ich nicht. Ja, ist. So, und wir zaubern Elasto, gehen mal ganz feige weiter. Weil ich keinen Bock habe auf die Viecher und... Ja, jetzt sind noch die ganz leichten Stellen, der Anfang hier. What? Wow, scheiße. Da bin ich zu hoch abgedriftet, Entschuldigung. Moment, ich gebe nochmal Gas und jetzt, bremsen. So, gleich kommt wieder eine nette Stelle für uns, wo wir, gut sein müssen, und zwar Kürbispasteten, Bohnen. Nein, die kommt gleich, die Stelle. Und zwar müsste hier gleich die erste Kreuzung kommen. Nee, ein Hogwarts-Schild. 3 von 10. Okay, wir sind hier. Und wir haben 2 Sammelkarten von 5. Das merke ich mir natürlich. Ja, hier ist die Stelle. Räumen wir mal alle
Kesselkuchen ab. Besser ist ja. So, und hier bekommen wir jetzt, wenn wir die Wichtels besiegt haben, auch noch eine Sammelkarte. Wieder ein Geheimnis, zeige ich euch gleich. Und zwar jetzt zeige ich euch das. Bla bla blubber blubber Fasel. Und ein Schild bekommen wir auch. Moment. Moment, Moment. Ja. Okay, wir räumen den Raum mal leer. Und so, jetzt gibt's hier eine Sammelkarte, Kesselkuchen. What? So, hier ist jetzt ein Elastofeld und bei diesem Schild muss man aufpassen. So, 4 Schilde. Das klingt gut und wir rutschen weiter, lustig wie wir sind. Da oben werde ich gleich mal speichern, weil 11 Minuten sind rum und ja, jetzt bekommen wir hier gleich das Schild. Und zwar indem wir hochgehen, Depulso, Depulso und jetzt ist das Schild hier. So, 5 Schilder. Jetzt wird hier mal ernst gemacht. Speichern. So, jetzt kommt, glaube ich, die motherfucking Stelle. Ich hasse sie. Ich sag euch, ich werde das nochmal wiederholen müssen, Glacius. Es ist immer so. Es ist, Gottverdammt, nochmal immer so. Das hier ist jetzt die eine Stelle. Die ist aber noch leicht. Erstmal gehen wir nach links. Weil man hier kontrolliert aus der Bahn fliegen kann. Und das muss man. Moment, so, wir fliegen aus der Bahn. Mit Absicht natürlich. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, der kann das nicht. Also, ich will jetzt nämlich den rechten Weg gehen. Und hier geben wir jetzt mal wieder Gas. Hier kann man Gas geben, wenn man mit den Kurven aufpasst. So, wie ihr seht, hier ist ein Hogwarts-Schild. Und hier fliegen wir nochmal raus. Ja, weil das kann ich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Also, das kann ich nicht, das Schild da holen und dann, wie heißt das, so weg... Dingens. Also noch weiter rutschen, das hätte ich jetzt echt nicht gekonnt. Den Kesselkuchen kriegen wir nicht, aber den und jetzt wird's langsam langweilig, Leute. Und Entschuldigung, dass ich jetzt rausgeflogen bin. Weiter geht's jetzt aber mit Speed. So, jetzt gebe ich mal Gas. So. Wir wollen das jetzt... What the fuck? What the fuck? So. Wir wollen da hier ja jetzt nicht ewig dranhängen. Und das war's mit der Kreuzung. Ich glaube, jetzt kommt gleich wieder diese miese Stelle. Nein, die ganz miese kommt später, kurz vorm Ende, das weiß ich. So. Der Florian ist froh. Ich habe doch heute schon einigermaßen was geschafft. Ich meine, ist jetzt mein zweiter Part Harry Potter und mein drittes Video insgesamt. Dann war ich noch bei Vogelakiller, Tobi, wie ihr ihn auch nennen mögt, eine Stunde lang Komoot. Wieder eine Staffel gedreht und Wichtels sollten kommen. Okay, da sind sie. Wichtel aus Cornwall. Die sind gewäscht. Jetzt überspringen wir, wenn es geht. Und jetzt kommt ein ganz witziger Teil, den ich persönlich mag. Und hier wird's Zeit, dass wir wieder Sammelkarten bekommen. Verdammt. 5 Geheimnisse. Wir haben 3 von 5 Karten. Das ist gut. Denn hier ist ein Geheimnis. Und... Okay, hier wird gleich noch eine Karte sein, das sag ich euch. Okay, mein Problem für jetzt, mein Problem für diese Herausforderung jetzt ist eindeutig schon klar, also steht für mich schon fest und das werden die Schilde. Sammelkarten werden nicht so wirklich ein Problem sein. Ja, in einer so einer Truhe wird es noch eine Sammelkarte geben. Die werden wir uns holen, denke ich mal. So, eine Minute noch für den Part. Dann werde ich ihn gleich mal wenden. So, hier ist, glaube ich, nichts Großartiges. Verdammt. Verdammt. Geh kacken und das Elastofeld. So, und hier ist jetzt eine Sammelkarte drinne. Sollte da drinne sein. Wie ihr seht, hat sich jetzt das da wieder umgedreht und... Ja, hier ist sie. Das heißt, es fehlt nur noch eine. Ich werde jetzt da vorne hinlaufen. Genau, und kurz bevor der ganz böse, miese, fiese Teil anfängt, und zwar hier, ich werde noch die Imps besiegen und dann war's das mit dem Part, Leute, denn sag ich jetzt schon mal danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugeguckt habt, was ich hier so gemacht habe. Und ja, freut mich, dass meine Let's Plays für mich einigermaßen gut ankommen. Auch wenn es sind ja jetzt nicht hyper viele.